Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Spyro the Dragon. Und im letzten Part haben wir die Ice Caverns zu 100% abgeschlossen. Ich würde aber gerne die Kerle hier dazu bringen, die Kanone richtig abzuschießen, beziehungsweise richtig zu positionieren. Alter, was eine Sau. Genau, perfekt. Das wollte ich nur noch machen. Alter! 360 No-Scope oder was? So. Genau, haben wir wieder ein Leben dazu. Wie viel brauchen wir denn noch hier noch? 80. Und einen Drachen. Von dem ich glaube zu wissen, wo er ist. Das aber trotzdem nicht genau weiß, ob es überhaupt richtig ist, was ich denke. Hallo? Dankeschön. Müssen wir da hier vielleicht hoch? Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Es wäre ja zu einfach gewesen. Ich möchte mich eigentlich noch mal gerne hier ein bisschen umgucken. Wenn ich auch irgendwie sehe, wo wir lang müssen. Das wäre der erste Drache. Hier wird ja nichts mehr sein. So. Wir könnten ja theoretisch hier so ein bisschen überswappen. Na stimmt, wir verlieren ja Leben dabei, wenn wir hier so rüberlaufen würden. Das war doof. Alter, du Sau! Was mache ich denn überhaupt gerade? Ich bin voll schlecht. Hallo? Was ist denn? Hallo? Dankeschön, meine Herren. So, friss erstmal die Schmetterlinge, Sporks. Kleiner Sporks. Ja, hallo? Sterbt. Vielen Dank. Thank you very much. So. Hier. Aha. Seht ihr das? Okay, ich muss auf jeden Fall den... kann man das irgendwie zurücksetzen, das Level? Na egal, das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Wir müssen dagegen schießen. Mit der Kanone oder dagegen schießen lassen. Müssen wir jetzt schon zum Boss? Ich glaube schon. Das heißt, wir müssen so oder so. Okay, dann muss ich einmal in ein Level gehen und dann wieder raus. Bruder, ich sterbe einfach. Ist einfacher. Es ist leichter zu sterben. Ne? So, einfach runtergehen. Weil ich keine andere Möglichkeit... Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie das Level neu zu starten hier. Deswegen habe ich das jetzt einfach so gemacht. Genau, dich brauche ich. Den blauen. Hat das hierher gezogen? Ja. Na, ich möchte es eigentlich. Seht ihr, da ist das letzte Level. Oder auf jeden Fall eins der letzten Levels. Verdammt! Man muss doch irgendwie die Kanone umstellen können. Oder irgendwie halt den Typen töten, ohne dass es allzu sehr umgestellt wird. Ah, warte. Ich kann es drehen. Ich muss halt nur direkt daneben stehen. Na, nicht in die andere Richtung. So rum. Spyro. Aha. Perfekt. Sehr gut. Jetzt können wir auch hier rüber. Und ich merke gerade, wir hatten auch noch ein Level. In der Rückhand. Und zwar das. Dr. Sheep. Aber ich glaube, es ist das Boss-Level. Deswegen gehe ich erstmal hier rüber. Zu Nightflight. Genau. So, einmal kurz alles eingesammelt. Eingesackt, wie auch immer. So, und auf zu Nightflight. Sehr gut. Was sollen wir denn hier tun? Oh, 1999. Lol. Oh. Alter. Okay, das ist auf jeden Fall so eine Zeit-Challenge. Ich wusste gar nicht, dass das noch stimmt. Das hatte ich ja überhaupt nicht mehr im Kopf.
Nein! Verdammt! Ich glaube, wir müssen hier echt die 100% kriegen, damit wir echt auf 100% sind. Alter, das wird eklig. Der meinte, wir sollen nach rechts. Ich mache jetzt erstmal hier die Kisten-Challenge. Ach, das müssen wir aufmachen! Ja, gut zu wissen. Da war eine Kiste übersehen, deswegen muss ich hier lang. So, da ist auch noch irgendwas. Ach so, solche Truppen gibt's auch, klar. Da darf ich natürlich nicht gegenfliegen, sonst werde ich elektrisiert! Wow, wow! Alter Schwede, raste halt aus. Da muss man echt perfekt fliegen, wie eklig. Wow, 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 wow! Ich weiß gar nicht, ob man hier 100% braucht. Verhalte ich mich relativ wacker, wollte ich sagen. Einmal probieren wir es noch. Wir sollen hier rechts, meint sie. Aber das, wir müssen doch hier erstmal die Kisten holen. Alter, meiner Meinung nach ist das viel zu schnell hier alles. Auf jeden Fall übersehen, beziehungsweise missachtet. Boah. Nein! Verdammt, noch eine. Musste ich wieder eine Pause machen. Weiter geht's. Das ist natürlich... Ah, verdammt! Wie? Das ist echt aggro. Ja, natürlich kann er noch schneller fliegen. Der kann hier richtig abspeeden, aber kann nicht langsamer werden. Mal, komm. Jetzt aber richtig. Wieso versorgen wir hier rechts? Das verstehe ich nicht. Hier ist doch alles richtig. Boah, skillful. Bisher auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Nein! Ich habe schon wieder einen übersehen. Ich muss jetzt ein bisschen ruhiger sein, damit ich auch alles mitkriege. Das wäre nämlich ziemlich ärgerlich, wenn ich jetzt verkacken würde. Gut, ich muss es so wahrscheinlich sowieso nochmal machen. Ah! Die Leuchttürme müssen wir anmachen. Was? Alter Schwede, das ist ja richtig hardcore. Jetzt hab ich... Das ist doch unmöglich, oder? Ach so. Man muss... Okay, wenn man einmal eingesammelt hat, dann ist okay. Dann brauche ich die nicht mehr. Gut zu wissen. Okay, dann ist ja einfach. Dann kann ich es ja gerne machen. Nur so insgesamt die 100% zu kriegen, also in einem Run, das ist glaube ich unmöglich. Also zeigt mir jemand, der das kann. Guck ich mir gerne an. Verdammt. Nee, von wegen. Alles in eins. Alter, nee. Lassen wir mal. Fliegen wir mal schön zurück. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Oh, man braucht es. Oh mein Gott. Nein. Das werde ich offscreen machen. Das kann ich gar nicht onscreen machen. Das dauert ja ewig. Wir gehen jetzt einfach mal zum Boss. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht ein allzu langes Level sein wird. Und zwar mit Dr. Sheep. Oder Champ. Champ. Dr. Champ. So. Ich gehe mal davon aus, dass das ein... Oh ja, das ist der Dr. Champ schon, oder? Nee, das war er nicht. Okay, ist runtergefallen. Okay. Dr. Champ, erinnere ich mich an den? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich erinnere mich nicht an den. Aber dieses Level... Oh! Alter! Übertreib halt!
umgesnackt hier, Bitch. Zack. Oh yeah. Baby. So. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Ah, komm. Den hatte ich doch fast. Zack. Da komme ich leider nicht hoch. Oh, Alter. Na verdammt, hab ich vergessen. Tut mir leid. Ist ja doof. Die fallen aber alle runter irgendwie, ne? Die kommen mir auf jeden Fall so vor. Irgendwie kommt mir das Spiel ziemlich laut vor gerade. Ich hoffe, es ist es nicht allzu sehr. Wie, was brauchen wir denn überhaupt hier? 301, ja, das ist auf jeden Fall das Boss-Level. Ah, Alter, ich hab die doch getroffen. Mann! Oh, das ist ein Schlüssel, den brauche ich. Na, soll ich da hoch? Das ist auf jeden Fall der Drache. Na gut. Das scheint aber auch der Boss zu sein. Verdammt, ich komme nicht mehr zurück. Egal, wir gehen jetzt zum Boss. Das Spiel ist doch viel zu laut. Trondo. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Ja, vor mir. Der 30. Drache. Das heißt, wir haben auch alle Drachen hier. Das ist er. Witziger Typ. Ich kann mich nicht an ihn erinnern, aber ein witziger Typ. So, hier kommen wir wahrscheinlich zurück. Auf jeden Fall kriegen wir hier ein paar Jewels. Ah, da kommen wir zu der Mama. Stirb! Sehr schön. Und hier habe ich einen Juwelen übersehen. Perfekt. Okay. Können wir uns das Ding also doch noch holen? Da ist noch eine Mama. Alter. Gut versteckt. Madame. Muss gleich echt mal gucken, ob das ist doch viel zu laut hier gerade, oder? Muss man ein bisschen die Lautstärke runterdrehen. So. Also für mich und nicht für euch. So. Komme ich hier irgendwo hin, wo ich hin müsste? Hier auf jeden Fall nicht. Hier bin ich fast runtergefallen. Da muss ich auf jeden Fall zum Schlüssel. Sonst aber nichts, oder? Ah, das ist ein 25er, den sehe ich doch von hier. Was? Alter! Wie exakt muss man da denn springen? Wir haben übrigens nur noch 4 Leben, verdammt. Ich muss mich konzentrieren. Das ist nicht gut. Boah, Alter, nein! Du stirbst! Nur noch 4 Leben, Alter, das ist doch echt... Ich bin ja... Leb hier an der Armutsgrenze. Reicht das? Nein. Das war aber auch dumm von mir. Das war dumm. Das war ein dummer Tod. Ich dachte mir so, okay, wenn ich nichts drücke, während ich fliege, dann kann ich auch eigentlich nicht runterfallen. Weil ich ja nicht irgendwie falsch lenken könnte oder so. Das, was ich nur nicht bedacht habe, war, dass natürlich man auch ein gewisses... gewissen Vortrieb schon haben muss, bevor man springt oder bevor man den Landeanflug startet. Deswegen muss ich ja erstmal hochspringen. Na. Verdammt. Alter, was ist, wie schwer ist das denn, das Ding zu holen? Ist ja unmenschlich. Muss das vielleicht das ganze Level neu starten? Okay, beim letzten Leben gehe ich auf jeden Fall. Ach, verdammt. Auf jeden Fall zum. Willst du mich verarschen? Auf jeden Fall zum Boss. Okay. Weiß gar nicht, ob es hier ein nulltes Leben gibt. Das sieht gut aus. Was? Willst du mich flachsen spielen? Nö. Das ist doof. Okay, dann gehe ich jetzt zum Boss. Na, Shambles. Shamble Manamble. Ich sterbe schon wieder. Das kann doch nicht angehen. Okay, nulltes Leben. Woo. Na, nicht daneben. Was mache ich denn? Alter, willst du mich verarschen? So, von hinten getroffen. Ich glaube, das
ist auch die Essenz des Bosses. Alter, voller Assi. Alter, du Arsch! Ja, immerhin. Und wir haben auch noch Sparks am Start. Das heißt, ein Treffer halten wir mindestens noch aus. Ah, nein! 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 Immerhin wird's gespeichert. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Oh Manno. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Bye bye.